Hallo Eli, in diesem Video schauen wir uns die beiden Fenster Schnittstellen und Linear-Quadratisch an. Dafür solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen berechnet und wie man die Schnittpunkte zwischen zwei Funktionen berechnet. Das Ziel dieses Videos ist es, eine Formel aufzustellen, um den Flächeninhalt zwischen zwei sich mehrmals schneidenden Funktionen zu berechnen und diesen Flächeninhalt zu berechnen. Fangen wir an! Wir beginnen gleich mit den beiden Funktionen f und g, die sich jeweils in den Punkten x ist gleich 7, x ist gleich 26 und x ist gleich 42 schneiden. Und gleich eine Aufgabe für dich, versuche selbstständig eine Formel für die Fläche zwischen f und g aufzustellen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, vergrößern wir mal das Bild und schauen uns das genau an. Wie du siehst, ist im Intervall 7 bis 26 der Funktionswert von g von x größer gleich der Funktionswert von f von x. Das heißt, der Flächeninhalt zwischen den beiden Funktionen im Intervall 7 bis 26 ist das Integral von 7 bis 26 von g von x minus f von x. Im Intervall 26 bis 42 allerdings ist f von x größer gleich g von x. Das heißt, der Flächeninhalt im Intervall 26 bis 42 ist das Integral von 26 bis 42 von f von x minus g von x. Und der gesamte Flächeninhalt ist also die Addition des Integrals von 7 bis 26 von g von x minus f von x plus dem Integral von 26 bis 42 von f von x minus g von x. Gehen wir weiter. In diesem Beispiel haben wir jetzt die beiden Funktionen f und g gegeben mit f von x ist gleich x² minus 9x plus 22 und g von x ist gleich x plus 6. Und gleich Punkt 1, Aufgabe an dich, berechne die beiden Schnittpunkte S1 und S2. Okay, wie gehen wir hier am besten vor? Um die Schnittpunkte zwischen zwei Funktionen am einfachsten zu berechnen, setzen wir diese beiden Funktionen einfach gleich. Das heißt, wir haben x² minus 9x plus 22 ist gleich x plus 6. Formen wir jetzt alles um auf die linke Seite, erhalten wir x² minus 10x plus 16 ist gleich 0. Und jetzt kleine oder große Lösungsformeln und wir erhalten x ist gleich 5 plus minus 3. Das heißt, x1 ist gleich 2 und x2 ist gleich 8. Und das heißt, die Schnittpunkte S1 sind 2, 8 und S2 ist gleich 8, 14. Gehen wir weiter zu Punkt 2. Hier sollen wir den Flächeninhalt berechnen. Und jetzt Aufgabe an dich, berechne den Flächeninhalt. Okay, wie gehen wir hier vor? So wie wir es vorhin auch schon gemacht haben. Das heißt, der Flächeninhalt ist das Integral von 2 bis 8 von g von x minus f von x. Einsetzen und wir erhalten das Integral von 2 bis 8 von x plus 6 minus in Klammer x² minus 9x plus 22. Formen wir das noch um, haben wir das Integral von 2 bis 8 von minus x² plus 10x minus 16. Wenn wir jetzt das Integral lösen, erhalten wir minus x hoch 3 durch 3 plus 10 mal x² halbe minus 16x in den Grenzen 2 bis 8. Setzen wir die Grenzen ein, erhalten wir als Flächeninhalt 36. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.